So, moin Leute. Wir haben heute den 7.3. Dritten? Und meine Meisterschaften sind ja gelaufen. Jetzt haben ja viele reingeschrieben, dass das euch interessiert und wissen wollt, wie es ausgegangen ist. Und deswegen jetzt das Video dazu. Und ich dachte, um es so ein bisschen interessanter zu halten, anstatt dass ich einfach nur eine Kamera laber, nehme ich euch halt einfach beim Mistaufladen mit. Habt ihr so ein bisschen was nebenbei noch zu gucken? Naja, also um es kurz zu halten, ich bin Verbandsmeister geworden. Ich habe gewonnen, beide Kämpfe. Und wobei den ersten Kampf wusstet ihr ja schon, dass ich gewonnen habe. Naja, und deswegen erzähle ich mal so ein bisschen, wie das war. Ich hoffe, euch interessiert das einfach. Ich laber jetzt einfach frei raus. Ne? Ich weiß selber nicht, ob ich dann am Ende selber zufrieden bin mit dem Video hier. Ne? Naja, so. Zum ersten Kampf, das hat ja bei mir zu Hause, ich sage zu Hause, weil es bei unserem Verein war, stattgefunden. Und dementsprechend waren sehr, sehr viele Zuschauer dabei. Und vor allem auch alles Leute, die man selber kannte. Ne? Aus dem eigenen Verein, aus dem eigenen Umfeld. Da sind natürlich ein paar mehr eingereist, als wenn man jetzt ein paar hundert Kilometer entfernt kämpft. Und dementsprechend war ich auch sehr nervös. Ich meine, ich habe mir auch selber einen Druck gemacht, dass ich, indem ich viele Leute eingeladen habe. Aber dass es so schlimm wurde, hätte ich nicht gedacht, von der Nervosität her. War auch mein erstes Mal für einen anderen Verein. Ich habe einen Verein gewechselt gehabt. Also trainiert sowieso schon lange da, aber diesmal offiziell auch. Mein erster offizieller Kampf für die. Ja, den Gegner kannte ich schon, den habe ich schon angesehen. Der war auf den ersten Blick, so wie ich ihn eingeschätzt habe, sehr, sehr groß, lange Arme, wog aber auch fast 20 Kilo weniger als ich. Also, und er hatte eine Macke, der war relativ offen auf einer Seite. Deswegen dachte ich, wird schon machbar sein. Also ich hatte, also klar, ein nerviger Gegner, weil er groß ist und sich relativ gut bewegt, aber wird halt machbar sein. Naja. Kurz gefasst, es kam zum Kampf. Ich war sehr nervös. Ich war so nervös schon vor dem Kampf. Ich bin gar nicht so richtig im Modus gegangen. Dann haben wir uns aufgewärmt und selbst beim Aufwärmen war ich sehr angespannt. Ich hatte meine Bewegung absolut nicht drauf. Also ich bin kein schlechter Kämpfer, aber ich war sehr, sehr versteift. Na, und dann ging es in den Ring rein und ich habe nichts hinbekommen. Ich habe keinen Gameplan gehabt. Das war also wirklich rein und volle Pulle. Und dadurch, dass ich so verkrampft war und so steif war, war meine Puste auch relativ schnell weg, aber wir haben uns auch wirklich gut gegeben. Also das war, ich habe zwar, ich will nicht sagen dominiert, aber ich war der Führende, definitiv, vor allem in der ersten Runde. Und da gab es noch ein, zwei gute Aktionen. Er wurde auch angeklingelt in einer Situation dann, vielleicht ein bisschen zu früh angezählt, aber auch in der Ecke ihn gut gestellt und so, aber dadurch, dass ich so verkrampft war, ja, war es eine wilde erste Runde. Für den neutralen Zuschauer natürlich geil mit anzusehen. Aber ja, für einen Kämpfer ist schwierig. Also danach war meine Puste schon gut im Eimer. In der zweiten Runde wurde es dann sehr unsauber. So viel mit Klammern und so. Ich meine, ich habe das natürlich auch immer gut ausgenutzt, das Klammern. Meine Freundin hatte sich da schon immer extrem drüber aufgeregt. Das hört man auf dem Video ganz gut raus. So, ja, jetzt schlag doch mal, mach doch mal. Aber ich habe das auch selber immer gut als Pause genutzt. Also mein Gegner war ja auch schon ziemlich kaputt. Deswegen haben wir beide, glaube ich, das Klammern relativ genossen. Wobei ich dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie Vitali Klitschko es ausgenutzt habe und mich draufgelehnt habe. Dadurch, dass ich ja so viel mehr wiege, macht das die Beine auch sehr, sehr schlapp von dem Gegner. Und das war so ein bisschen meine Strategie dann. Es hätte aber meine Strategie sein sollen, viel mehr zum Körper zu schlagen. Ich glaube, dann wäre es auch vorzeitig dem Ende entgegengegangen. Ich habe zwei, drei Mal, glaube ich, auf den Körper geschlagen und habe jedes Mal so ein von meinem Gegner gehört. Dementsprechend habe ich dann gemerkt, dass es auch wirklich gesessen hat. Aber im Kopf hat es einfach nicht Klick gemacht. Ich hatte auch keine Lust auf den Kampf, muss ich sagen. Ich wollte es nur hinter mich bringen, wegen dieser scheiß Nervosität. Also das ist echt nicht zu unterschätzen. Das ist kein Vergleich zum Fußballspielen oder Tennis oder so. Im Kampfsport allgemein, ne? Weil man geht in den Ring, es ist ein 1 gegen 1. Und entweder man verprügelt jemanden oder man wird verprügelt. Ne? Naja, und dann ging es in eine dritte Runde. Und da war nochmal wirklich alle Kräfte mobilisieren. Und als mein Trainer gerufen hatte, noch 2 Minuten,
Da dachte ich mir so, nö, immer noch 2 Minuten. Also da, ja, wie gesagt, vorher hat uns der Ringrichter auch nochmal ermahnt, dass wir sauber kämpfen sollen und nicht wie in der zweiten Runde. Und ich bin da, also ich war so unzufrieden. Ich muss aber auch ehrlich sagen, mein Gegner, ich habe den unterschätzt. Der konnte seine Länge gar nicht ausnutzen. Das war wirklich eine Schlacht. Deswegen haben viele kamen auch zu mir an und meinten, hey, das war echt der coolste Kampf zum Anschauen, weil es so eine Schlägerei quasi war. Ne? Deswegen, also für den Neutralen top, aber meine Trainer auch hin über den Kopf und wie auch immer. Aber er konnte wirklich, wirklich gut einstecken, mein Gegner. Also der hat sich ein paar Dinger von mir gefangen, keine Frage. Und wirklich tapfer stehen geblieben. Der war auch umgeschlagen zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls dritte Runde dann irgendwie überstanden, noch ein, zwei gute Aktionen gehabt. Mein Trainer meinte vor allem beim Klammern, als ich runtergedrückt habe, sollte ich ein paar Mal mehr Aufwärtshaken schlagen. Habe ich auch nicht so gut umgesetzt, teilweise in die Luft geschlagen, teilweise ein bisschen getroffen. Und seht ihr das? Ich habe da schon wieder ein Bindfaden drin. Also langsam reicht es mir. Guck mal, wie das rausziehen kann. Auf jeden Fall war ich sehr unzufrieden mit meiner Leistung. Punktrichter, dann einstimmiges Urteil, ich habe gewonnen. Alle haben sich gefreut, aber es hat sich angefühlt wie eine Niederlage, weil ich so unfassbar unzufrieden mit mir selbst war. Ich meine, als ich dann den Kampf im Nachhinein nochmal geguckt hatte, dachte ich, ja, doch, also ich habe ja gute Aktionen gemacht, aber dadurch, dass ich so verkrampft war und wenn man so verkrampft versucht, Energie aufzubringen, das schlaucht richtig. Naja. Dann eine Woche später kam der zweite Kampf, also jetzt am Samstag. Und ich bin da schon ganz anders rangegangen. Das war diesmal auch woanders. Da habe ich auch schon gekämpft, das war in Gifhorn. Ich bin da schon mit einem ganz anderen Mindset hingefahren. Ich habe wirklich schon ein paar Rocky-Teile und so vorher geguckt und versucht, mich so richtig in Modus zu bringen, dass ich richtig Bock drauf habe. Und ich hatte auch wirklich Bock, in den Ring zu steigen. Das war nicht so, ich wollte es nicht hinter mich bringen, sondern ich wollte reingehen. Ich habe meinen Gegner nur mal so ein bisschen auf Instagram und TikTok gestalkt. Und ja, der war wuchtiger. Der wog 10 Kilo mehr als der Gegner, den ich davor hatte. Aber trotzdem noch 6 Kilo, 7 Kilo weniger als ich. Also ich bin wirklich schwer. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das ganze Gewicht habe. Ne? Und da bin ich dann... Ja, mein Kampf wurde vorgezogen. Ich hätte fast da 7 Stunden warten müssen, aber so hatte ich gar nicht so viel Wartezeit, weil mein Trainer noch anderweitig weg musste. Ja, und dann habe ich hatte auch wir als Verein hatten da so einen eigenen Platz zum Warmmachen. Es haben 4 Leute, 5 Leute mit mir gekämpft von unserem Verein. Und ich war, wie gesagt, der letzte von den 5. Und dann habe ich währenddessen schon immer Musik gehört. Eigentlich 20 Mal dasselbe Lied. Um mich so selbst in diesen Modus zu bringen, in diesen Tunnelblick, sage ich mal. Und das hat auch wirklich ganz gut geklappt. Und ich bin da richtig mit einer Strategie reingegangen in den Ring. Wurde natürlich vorher auch gut eingewiesen noch von sehr guten Trainern. Und also meinen Trainern und noch 2 andere kamen auch zu mir an und haben was gesagt. Und dann bin ich in der ersten Runde sehr, sehr locker reingegangen. Sehr locker geguckt. Trainer meinte auch, nicht zu viel machen, immer gucken, so unter Druck setzen, finden. Immer gucken, ob ihr es glaubt oder nicht. Speicher war gerade voll von meinem Handy, weil iCloud scheinbar nicht mehr aktiviert war. Ich habe da auch so ein bisschen Probleme gehabt vor ein paar Tagen und jetzt muss ich da wieder einsetzen gerade. Ich habe das meiste schon erzählt. Naja, Finalkampf, erste Runde. Ich bin, wie gesagt, locker reingegangen, viel fentiert, geguckt, unter Druck gesetzt, meinten die, mein Trainerteam halt auch. Und dann habe ich ihn irgendwann mit einer rechten Geraden sehr, sehr gut erwischt, wo er dann auch angezählt wurde. Und dadurch, dass er dann auch noch aggressiver reingegangen ist wieder, habe ich dann auch gemerkt, ich hatte gehofft, dass in der zweiten Runde seine Puste aus ist. Habe ich eigentlich fest mit gerechnet, wenn man so verkrampft kämpft und wirklich in den Schlag von hier hinten ausholt und alles reinsetzt,
dass man dann nicht lange durchhält. Ne? Und dadurch, wenn du übel sehr hart getroffen wirst, dann bleibt die Luft sowieso weg. Also das zieht an der Kondition auch. Dementsprechend bin ich ganz locker geblieben, habe so weitergemacht, habe schon fast zu wenig gemacht. Naja, dann zweite Runde, Trainerteam meinte wieder zu mir, ja pass auf, oben, unten, Kopf, Körper, immer variieren. Naja, und das habe ich dann weitergemacht, er ist wieder reingestürmt, hatte doch mehr Ausdauer, als ich noch gedacht hätte. Und irgendwann hatte ich ihn am Ringseil gestellt. Und am Ringseil, da habe ich dann irgendwie so, also ich habe ihn da hingedrückt, habe dann einen Haken, so einen halbherzigen Haken geschlagen, wo ich auch gar nicht wusste, was das denn jetzt sollte, so im Nachhinein. Und habe dann noch so einen halben Jab irgendwie angetäuscht. Und bin dann aber, es war im Unterbewusstsein, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe es nicht geplant. Dann bin ich wirklich mit so einem angetäuschten, also so dieses nach unten antäuschen und dann rechte gerade und die hat geschmettert, meine Herren. Aber er ist stehen geblieben und habe danach direkt noch eine reingeschmettert, so mit so einem halben Sprung. Aber wie gesagt, tapfer stehen geblieben, wurde natürlich aber direkt angezählt, weil er ja sichtlich benommen war. Und bin in meine Ecke gegangen, alle am Feiern, jubeln und Trainerteam gibt noch ein paar Anweisungen. Ehemaliger Trainer auch mit dabei gewesen, sagt auch noch was zu mir. Und ich hatte so natürlich ein bisschen gehofft, dass der Kampf dann vorbei ist, weil natürlich, man will es hinter sich bringen, man will natürlich vorzeitig gewinnen. Und ich hatte Stand jetzt noch keinen Schaden genommen. Ich hatte ja keine Blessuren im Gesicht oder sowas. Naja, auf jeden Fall hat dann das gegnerische Trainerteam das Handtuch geworfen. Und dementsprechend bin ich so dann in der zweiten Runde Verbandsmeister geworden. Was mich sehr, sehr freut, dass meine erste Goldmedaille, auch wenn es nur eine kleine Meisterschaft ist, ich bin trotzdem sehr stolz drauf. Ich habe im Nachhinein noch viel mit meinem Gegner gesprochen. Er meinte, war auch genau richtig so, weil er beim ersten Mal anziehen schon gar nicht mehr wusste, wo er überhaupt war. Und er hat Frau und Kinder und dann braucht man seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen für sowas. Dementsprechend war es genau richtig, ansonsten hätte er ja dann vom Boden rausgekratzt werden müssen. Hört sich jetzt brutal an und ich will mich nicht mit profilieren. Natürlich freut man sich darüber, dass man so eine Wucht hat, ne? Aber wichtig ist, dass man natürlich gesund bleibt. Und deswegen war alles richtig so und das meinte er auch zu mir. Und er war auch wirklich ein toller Sportsmann im Nachgang. Wie gesagt, beim Kampf hat er mich noch ein bisschen aufgeregt, weil er sehr unsauber mit seinen Innenhänden geschlagen hatte, was man ja nicht darf. Und ja, war cool, war eine Erfahrung und ich bin froh, es gemacht zu haben und ich bin auch stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Ja. Jetzt, das soll jetzt auch schon gewesen sein. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich das Ganze ja schon abgedreht hatte. Ne? Das war schon fertig, das Video. Und ich bin jetzt mittendrin eingegangen und jetzt muss ich natürlich ein bisschen überlegen, was ich schon gesagt habe und was nicht. Ich versuche es jetzt einfach kurz zu halten. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das gemocht habt, wie ich das erzählt habe und ob euch das überhaupt interessiert. Ist natürlich jetzt so ein Video für sich jetzt mal. Wird auch nicht oft vorkommen, aber wenn mal wieder was anliegt, irgendwas Größeres, dann einfach mal reinschreiben, ob es euch halt interessiert oder ob ihr sagt, nee, du pass auf, bleib bei der Landwirtschaft. Deswegen habe ich auch schon was nebenbei gemacht, damit die mit Boxen gar nichts anfangen können, wenigstens so ein bisschen gucken können, wie ich hier am Mistladen bin. Und das soll jetzt auch schon gewesen sein. Wie gesagt, komm, schreibt es mal rein. Einfach mal wirklich ehrlich reinschreiben, wie ihr es fandet. Ihr könnt da auch reinschreiben, ey, pass auf, das war echt Blödsinn und interessiert mich gar nicht. Ich möchte ein bisschen sehen, was auf deinem Hof abgeht. Also ich habe damit kein Problem. Ich sehe das nicht böse, sondern ich versuche euch ja natürlich den Content so zu kreieren, wie ihr ihn wollt. Ne? Deswegen gerne mal eine ehrliche Meinung reinschreiben. Es soll jetzt auch nicht um Boxen oder sowas auf dem YouTube-Kanal gehen. Ne? Naja. Wie gesagt, ansonsten liken, wenn es euch gefallen hat und auf jeden Fall den Kanal auch abonnieren. Ich bin wirklich, ich freue mich tierisch, dass wir so ein Wachstum zurzeit generieren. Das ist ja wirklich unfassbar. Das finde ich so cool. Ne? Naja, macht's gut, bleibt gesund, einen schönen Bergfest noch, ne? Schöne Restwoche und man sieht sich. Ciao, ciao.